Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 23 von Wasteland Remastered. Ah, leider müssen wir doch noch mal ein kleines Stück zurück. Ich habe was vergessen, aber nicht so allzu weit. Da müssen wir auch nicht hin. Wir müssen im Outer Sanctum noch mal einen Raum betreten. Nicht diesen, aber ich will trotzdem mal wissen, ob ich hier vielleicht Powerpacks noch rumliegen habe. Oh, Laserkarbein. Brauche ich aber nicht. Nee, okay. Wir müssen den Raum zu unserer Linken hier betreten. Denn wir brauchen hier noch einen kleinen, aber wichtigen Schlüssel. Los. Snake Vargas Skill. Perception. Zack. Who wants loot? Black Star Key. So, der ist wichtig. Ohne den kommen wir in Base Coaches nicht zum Ziel. Ja, ich gebe es zu, das habe ich jetzt. Das hätte ich selber nicht rausgefunden oder gewusst oder sonst irgendwie. Da habe ich jetzt die Lösung bemüht. So. Wer kann Helikopter fliegen? Das war Thrasher. Oh ne, es war Hellraiser. Skill. Helikopter Pilot. Zack. Und los. You reach over and release the seat lock. It slides back and you drop into it. Engines roar when you hit the switches. Und los geht's. You start to lift off and feel the copter veer toward the wall. You grab the stick and move to avoid disaster. You handle the stick like an old pro. Flying this puppy will be a breeze. Get passengers with you before you take off. Ja, das ist so ein richtig schöner Vietnamkrieg-Helikopter. So sieht er aus. One way only. Base Cochise, Junkyard Village, Sleeper Base, Vegas, Quartz und Needles. Ja, wir wollen nach Base Cochise. The helicopter rises through the open roof and rockets off toward your destination. You arrive at the base and the copter's defense system reacts and strikes back at the robots guarding the base. Und wir stürzen ab. The helicopter swerves uncontrollably and crashes onto the concrete dome below. The smoke clears and you seem to be okay. Despite the carnage wreaked by the copter, the concrete dome is still intact. Ja, aber wir haben ordentlichen Schaden gemacht. Wir haben eine ganze Menge Feinde, glaube ich, auch gekillt dabei. Okay. 5 Silver Stranglers appear at 10 feet. Ja, okay. Macht euch bereit. Das Zeitliche zersägt in den Robot Heaven. Sie sind nicht alle tot. Jede Menge Experience. Who wants loot? Power Packs, Fusion Cells, Lore Rocket. Was mache ich dann mit den ganzen Fusion Cells? Ich glaube nicht unbedingt, dass ich die brauche. Ich weiß nicht, ob Fusion Cells... Fusion Cells sind, glaube ich, keine Munition, weil ich habe die schon mal bekommen und damit habe ich schon mal den Max damals zusammengebaut, den Androiden.
Nehmen einfach mal die Powerpacks. Die Lore Rocket gebe ich dann dem Metal Maniac. Und von mir aus auch die Fusion Cells. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll im Moment. The weapon's pod cover is jammed on the broken robot, so it cannot retract fully. Da unten ist jede Menge Loot. Laser Hyper Mortar, Silicon Snipers appear at 92 feet. Zeig mir mal bitte wo. Da unten. Die werde ich von hier aus wahrscheinlich nicht treffen. Ich versuche es mal, aber... Ja, die treffen mich. War klar. Nur ein paar von denen. Die treffen alle wieder. War ja zu erwarten. Und sind immer noch drei Stück da unten. Ich versuch's nur mit Einzelschüssen. Ja, wenigstens wird wieder der Weapon Skill geraced. Okay, einer ist noch am Leben. Tja, nehmen wir noch nicht. Und einer ist unconscious. Wie toll. Hellraiser, jamme mal deine Weapon an. Oh Mann. Meine Sprüche sind manchmal schon ganz schön cringe. Immer noch nicht tot. Was? Gehen wir mal ein Stück nach unten. So, jetzt nochmal. Sind sie jetzt ein bisschen näher? Weiß es nicht. Na, zumindest treffe ich. Na also. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge Munition jetzt verbraten. Nur in diesem einen Kampf. Und ja, okay. Angela hat dafür ordentlich Erfahrung bekommen. Ob ich Radio... Ja, Hellraiser. Hellraiser, du kriegst Dexterity. Oh je. Yeah. 7 Chopters appear at 30 feet.
Hm. Also wir müssen irgendwie diese... Wir müssen diese Dinger hier aufmachen. Aber wir werden erstmal hier versuchen, runterzuklettern. Geht wohl nicht. Aber da unten ist eine Leiter. Oder ich muss ein Rope benutzen. Kann auch sein. Ah, ich kann auch hier, glaube ich, ein Rope benutzen. Ace? Oder warte mal. Ich muss, glaube ich, erstmal kurz abspeichern. Ich muss, glaube ich, diese Öffnung hier aufsprengen. Und ich habe ja, glaube ich, wem habe ich den Lore Rocket gegeben? Metal Maniac. Use. Item. Lore Rocket. Zack. So. Jetzt ist es offen. Sehr gut. Und jetzt kann ich einen Rope benutzen. Use. Ace. Item. Rope. Zack. Your rope drops down into darkness and you descend. Base Cochise. Okay. The silvery titanium wall is cool and so clean you can see your own reflection in it. This wall panel sounds a bit hollow. Okay. Use Metal Maniac attribute strength. Zack. You cannot get the panel open. Zack, zack, zack. Ja, okay. Neues. Neues Makro. Ich habe irgendwie falsch aufgehört. Steuerung F2. Use Metal Maniac Attribute. Strength left. Steuerung F2. Ja. Vielleicht ist es auch Dexterity. Keine Ahnung. Aber ich versuche es weiter mit Strength. Okay, es scheint nicht mit Strength zu gehen, zumindest glaube ich es nicht. Habe ich irgendjemanden, der das vielleicht aufsprengen kann? Ich hätte mir vielleicht noch ein paar... paar Sprengstoffeinheiten kaufen sollen. Ich glaube, ich habe nämlich keine mehr. Ah ja, Ace hat die Proton Axe. Mal gucken, ob er damit vielleicht reinkommt. 5 Ace. Die sollte er eigentlich abgeben. Ace sollte die Use. 5 Items Proton Axe Trade an Metal Maniac.
So, use Metal Maniac item Proton X left. Geht auch nicht. Auch nicht. Okay, gut, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Muss ich erstmal mir neue... Okay, da ist ein Computer. Ich brauche erstmal einen neuen Sprengstoff. Across the narrow gap you see a wall of computer chips. It is quite impressive. To your right is a computer terminal. Ja, das ist tatsächlich recht impressive. The wall ahead of you is alive with red and green LEDs flashing in waves from top to bottom and side to side. A computer terminal stands before you. It is operational, but nothing is on the screen. You may communicate with me if you wish, but understand my mission will not fail. Ah ja. Ein Gesicht auf dem Screen. Schauen wir erstmal kurz in die Base. Good cheese. You must stop it before it's too late. Okay. Ja, Passwords. Ich habe keine Ahnung. Von denen hier ist es nichts. Ich weiß, was man hier eingeben muss, aber das steht nirgendwo. Zumindest bisher noch nicht. Also habe ich es noch nirgendwo irgendwo gesehen. You cannot get the panel open. Genauso. Okay, ja, scheiß drauf. Man muss bei dem Computer ein Schlüsselwort eingeben. Break. Und dann kommt man da weiter, aber ich weiß... Ja. Ist eben einfach so, dass... muss man entweder wissen oder... Man muss es irgendwo sonst rauskriegen. Ich weiß es aber nicht, wo man es rauskriegt. Ich hab's halt aus der Lösung. A polished steel railing that... Ja, okay. Vielleicht kriegt man das noch hier irgendwo raus, aber ich wüsste nicht, wo. Was ist das hier? Ah... Razor, Thrasher, Burst, Angela Death, Burst, Snake Vargas, Load, Ace Load, Metal Maniac, Covenant. Angela hat wieder 1880. Ach. Burst, 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 Burst. Nee, also hier ist nix, gar nix. So, und hier kommen wir jetzt vorne zum Haupteingang. A massive titanium door fixed with the base Kochi seal stands before you. There is a slot in the center of it. Ja, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich wieder entweder einen der Keys oder wir brauchen... Ja, probieren wir mal die Keys. Pulsar Key? Nee. Item, Quasar Key? Ne? Nova Key? Auch nicht? Black Star Key? Auch nicht. Okay, dann wird das wohl der Sack Pass sein. Den hat Thrasher. Item, Sack Pass B. Jawohl. Use... Thrasher, Item, Sack Pass B. Nö, geht nicht.
A titanium gate block superb painted on it is an old sign, barely visible, denoting this as base code cheese. Muss ich hier mich durch mit Picklocking durchhauen oder was? Kann ich mir kaum vorstellen. The gate resists your attempt to open it, aber es scheint wohl zumindest ein Vorgehen zu sein. Dann nehme ich mal einen neuen Makro auf. Use Angela Skill Picklock. Zack. Oh, geschafft. Okay. Gut. Oh ja, schon die ersten Feinde. Attack. Oh, die sind 60 Fuß, sind relativ weit weg. Aber ich glaube, das sind recht starke Typen, deswegen... Okay, seriously wounded. Scheiße. Oh, erster ist tot. Oder sind beide tot? Nee. Ah, da sind noch mehr Viecher. Power Converter und Power Packs. Sehr gut. Power Packs nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich weiß nicht, wozu ich einen Power Converter noch brauchen sollte. Gut, wir gehen erstmal kurz raus hier. Ja, wenn wir es schaffen. So, wo sind wir? Wir sind ganz oben links in der Ecke. Ja, oh, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich nur nach Vegas. So, und jetzt... Meine Güte. Gehen wir nach Quartz und kaufen Plastic Explosives. Und zwar Angela. Bye. Boah, du hast sogar Howitzer Shells am Start, aber nur weil ich sie dir verkauft habe. Deswegen, ja. Wo sind hier Plastic Explosives? Ansonsten nehmen wir halt TNT, wenn's. Dann nehmen wir halt TNT, mein Gott. Kostet nur $50. So, haben wir genug TNT. Sollte reichen.
gehen wir mal entgegen dem Uhrzeigersinn hier rum. Romboard. Mein Gott. Und RPG Sevens. Hätte ich das vorher gewusst, egal. Die kriegt Metal Maniac. Power Converter. Law Rockets. Fusion Cells Power Packs. Power Pack. Was? Nein. Power Packs. Servo Motor. Power Packs. So, jetzt haben wir einmal die Runde gemacht und den ganzen Loot eingesammelt. Okay, ich weiß immer noch nicht, welchen Befehl... Also, ich weiß es schon, aber ich möchte ganz gerne rausfinden, wo das steht. Ja. A voice booms out from everywhere, so you are the one who finished him. You should have left well enough alone. Okay, Quicksave, use Angela. Item, TNT. So. You drop out of the chute and find yourself in a large room that looks like a security staging area. Okay, da komme ich wohl auch nicht zurück. Oh. Es scheint wohl in der Nähe Radioaktivität zu geben. A door built of titanium bars impedes progress. It has a physical lock beneath the base coach's emblem. Keine Ahnung, brauche ich hier einen Thresher-Item? Sack Pass B? Nö. Mal gucken. Pulsar Key? Nö. Quasar Key? Auch nicht. Nova Key? Auch nicht. Black Star Key? Auch nicht. Ja, okay, dann benutzen wir einfach mal den Skill. Okay, neues Makro, Steuerung F3, Moose, Angela, Skill, Picklock nach oben. Jawohl, geschafft. So.
komme ich hier hin? Base Code Cheese? New Location? Boom! Okay, ich bin wieder an den Eingang gekommen. Your attempt at opening the door, however... Ja, ja. Okay, ich will jetzt mal wissen, was auf der anderen Seite versucht. You have located a 3x6-foot panel. Okay, die sind jetzt anscheinend nicht mehr. Wo komme ich hier hin? Base Code Cheese, enter new location. Okay. Oh. Ich glaube, da will ich noch gar nicht hin. You see oily pipes running the length of the room over to a ledge where some kind of control panel is located. Below the pipes is hot bubbling oil. It doesn't look like everyone can make it across at once. Ich will erstmal hier erkunden. Two killers appear at 42 feet. Attack. Single. Das da? Oh, Twin Barrel Xenon Fusion Lasers orient on you and pulse purple energy bolts at you. Xenon Laser Cannon at 80 feet. Ich versuche erstmal ein Stückchen näher hinzukommen. Okay, jetzt haben sie Ärger gemacht. Jetzt sind sie bei 60 Fuß, das sollte gehen. Ganz schön Schaden. Hoffentlich klappt das. Nein, ich will nicht rennen. Uiuiui, zwei Unconscious. Jetzt machen wir mal ein bisschen. Zack. Burst. Zack, Auto. Zack. Ich glaube, jetzt sind es ja nicht mehr so viele. Oh, sie müssen. Ich muss erstmal alles nachladen. Hellraiser, Thrasher, Angela, Snake Vargas, Metal Maniac und. Oh Gott. Und die anderen beiden sind unconscious. Alle müssen sie nachladen. Nachladen, Snake Vargas. Mach mal bitte Autofire. Metal Maniac, nachladen. Hellraiser, zack. Oh Mann, Autofire, Snake Vargas. Laden. Metal Maniac, angreifen und Covenant laden. Okay, ein paar Kills gemacht.
Whew. Hellraiser, 9750 Experience. Der kriegt bestimmt gleich ein Level up. Ach, Angela Death ist unconscious. Oh, und Covenant ist critical. Okay. Ich werde mal ein bisschen kampieren hier. Gedacht. Okay, dann ist hier kein guter Platz zum Kampieren. Aber ich wollte es wenigstens ausprobieren. Und mal wieder einer seriously. Oi. Drei Leute seriously. Jetzt muss ich aber ordentlich Autofire geben. Muss hier weg. Extend! The bridge slowly extends and locks in position. Weg hier. So. Erstmal müssen wir nachladen. Jei. A security monitor panel is set into the wall at this point. Kann ich hier einen Electronics Skill benutzen? Wer hat denn einen guten Electronics Skill? Der Metal Maniac, ne? Use Metal Maniac. Ah, oh, er ist incapacitated. Ja, dann habe ich leider keinen. The end of this robot assembly station is hot. It has two doors. It has two doors large enough to disgorge an Octotron. Okay, also hier werden Roboter produziert. A stylish metal cage door keeps you away from a computer console. The lock is fairly weak and simple. Ja, leider. Ah, Angela Death ist wieder am Leben. Also, wieder bei Bewusstsein. Hellraiser, Thresher. Nein. Angela muss laden. Snake Vargas. Angela, Skill, Picklock, Zack. Inside you find a command console. The keyboard is locked and the screen reports inside is a 99% complete robot. Okay. Metal Maniac ist wieder am Leben. Okay, dann nehmen wir mal Use Metal Maniac Skill Electronics hier. That doesn't seem to work. Nochmal. Nothing happens. Okay.
On a small CRT, you see the words break-in program blinking on and off. Break? Hier nicht, ne? Ne, Syntax Error. Okay. Admin? Syntax Error. Ja, das sind jetzt so Sachen, das kann man auch nur in einem Game in den 80ern haben, dass man hier eine Eingabekonsole hat, wo man Befehle eintippen muss, wie in DOS oder sonst irgendwie. Ja, das ist halt, das kannst du heute. Also außer du hast so ein richtiges Hacking-Game oder sowas, ja, aber in einem Rollenspiel. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwo raus, aber ich glaube eher nicht. Ja, diese Dinger hier, die sind alle ziemlich easy, aber da sind überall nur die gleichen, das sind überall nur die gleichen Computer. Und überall ist nur dieselbe Statusmeldung zu sehen. Ich werde es trotzdem jetzt mal kurz hier noch alle aufmachen. Oh, the door resists your attempt to open it. Das ist ja interessant. Na, ist aber dasselbe. Oh, hier ist eine kaputt. Okay. Ja, die ist kaputt, aber trotzdem ist ein fast fertiger Roboter drin. The Basecode Cheese Emblem is stenciled on the side and below it is printed Robot Assembly Station. Ja, überall dasselbe. Ja, wir müssen hier irgendwie an diesem blöden Computer irgendwas tun. Also ich weiß, dass der Befehl Admin hier eigentlich was tun sollte. Aber der kommt wahrscheinlich erst später. Schauen wir mal noch weiter, wo wir hier noch alles hinkommen. A door built of titanium bars impedes progress. It has a physical lock beneath. Okay, also kann ich wahrscheinlich auch wieder mit Skill Picklock hier rein. Jawoll, Octotrons. Oh, die sind ziemlich böse. Attack. Zack. Und bitte Autofire jetzt. Oh. Ich muss erst nachladen. Okay, ein paar davon sind tot. Noch mehr sind tot. Eieiei, zwei seriously, zwei unconscious. Aber dafür habe ich den Kampf gewonnen. Use Snake Vargas Skill Doctor.
Kann jemand noch nachladen? Ja, Angela Death kann laden. Noch mehr Octotrons. Noch mehr Octotrons. Wie nett von euch. Ich hätte mich zurückziehen sollen, als ich doch die Chance hatte. Wenigstens keiner seriously. Angela Death muss laden. Snake muss laden. Ace muss laden. Metal Maniac muss laden. Snake, zack. Autofire. Metal Maniac. Yes. Ja, wenigstens killen sie ein bisschen was. Razor muss laden. Snake Vargas muss laden. Metal Maniac muss laden. Ah, cool. Keiner von den, die gerade noch am, bei Bewusstsein waren, sind getroffen worden. Zack. Autofire. Snake Vargas, zack. Autofire. Metal Maniac schießen. Metal Maniac Energy Weapon Skill Level 6. Jawohl, ja. Hellraiser laden. Snake Vargas nicht laden. Okay, hoffentlich sind jetzt keine Octotrons mehr hier drin. Auf jeden Fall machen wir mal ein Radio. Hellraiser. Ja, Hellraiser, du kriegst Dexterity. Nochmal Dexterity. Ja, dann kriegst du Speed und Luck. Snake Vargas. Du kriegst auch Dexterity. Hubons Loot. Oh, Power Armor, Law Rockets, RPGs und Power Packs. Jawoll. Power Armor kriegt Ace und Covenant. Ah, Ace ist unconscious und Covenant auch. Ja, dann nehme ich halt alles erstmal so mit. Jetzt gucken wir erstmal, wer Power Packs braucht. Ich glaube, ich kann die Visa-Karte droppen. Und ich kann auch den Toaster droppen. Auch den Toaster droppen. Den Toaster werde ich ebenfalls droppen. Und die Visa-Karte werde ich droppen. Ace kann ein bisschen was gebrauchen. Oh ja, und Metal Maniac. Oh ja, die NPCs haben viel zu wenig Powerpacks. Und dann werde ich jetzt mal kurz quicksaven und campieren. Hoffen, dass die jetzt relativ schnell wieder... Ach ja. Hellraiser, nimm halt die Power Armor mit. Es geht. Ah. Muss ich halt alles... Nochmal, ich habe keinen Bock. Das ist ein scheiß Bug. Während dem Campieren auf dem verdammten Lootbag kann man nicht raus aus dem Ding. Also, Quicksave. Hier, Load. So, campieren wir hier. Ach nein, das will ich nicht. Okay, shit. Ich muss warten, bis die
bis die wieder bei Bewusstsein sind. Aber ihr habt zu viele verdammte... So. Ja, meine NPCs sind immer noch nicht. Aber dafür kann Ace jetzt mal ein bisschen was davon nehmen. Ace kriegt einen Power Armor. Und Ace kriegt ein paar Power Packs. Sagen wir mal 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. So. So, jetzt ist Covenant am Leben. Der kriegt auch einen Power Armor. Und der kriegt auch 1, 2, 3, 4, 5 Power Packs. So. Oh ja, und jetzt ist auch noch Thresher. Aber wir brauchen Metal Maniac. Ich kann eigentlich... Jetzt ist Metal Maniac wieder. Sehr gut. Metal Maniac, du nimmst die ganzen Anti-Tank-Weapons. Okay. Metal Maniac, so, du nimmst jetzt auch sofort Items... RPG-7s in die Hand. So. Ugh. Uiuiuiui, Octotrons. Die müssen mit Autofire getötet werden. Oh, Snake Vargas laden. Warum hat Thresher nicht geladen? Laden. Physical Lock. Okay, das kann wieder mit Angela Death gelöst werden. Ist nichts drin in diesem Raum. Hier ist nichts drin. Total sinnlos, diese Räume. Sie sind vollkommen leer. Nee, es ist nichts hier. Nichts. Na gut. Wenigstens kann ich behaupten, ich habe jede Ecke abgesucht.
Thrasher. Burst. Angela Death Burst. Snake Walkers Burst. Metal Maniac. Du kannst eine neue RPG 7 benutzen. Ausrüsten. Oh, Ace is mortal. Das ist gar nicht gut. Ah, nee, Thrasher ist kein Doktor. Snake Vargas aber. Er ist wieder unconscious. So, jetzt kann Metal Maniac noch ein paar RPGs mitnehmen. Wenn er gerade bei Bewusstsein ist, ja. Ach, und ich bin natürlich so richtig derp, dass ich den Power Armor noch nicht ausgerüstet habe hier. Ah, viel besser. So, ich weiß aber immer noch nicht, welchen Befehl ich hier eingeben muss. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier eine Pause. Und beim nächsten Mal weiß ich dann hoffentlich, was ich hier eingeben muss. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bei Wasteland Remastered, Episode 23. Und bis dann, ciao.